Oh. Sag mir mal kurz, ob ihr meinen Screen seht. Ich hoffe ja. Ja. Ja, dann herzlich willkommen zur Abschlusswoche im Corporate Learning MooCamp 2020, die allerletzte Live-Session, die es gibt jetzt im MooCamp. Wie schnell die Zeit vergeht, habe ich am Montag auch schon gesagt. Wir haben ja am Montag gesagt, dass wir diese Woche jetzt schon verwendet haben für die Ergebnissicherung. Wir wollen ja ein bisschen festhalten, was wir gelernt haben in den 4 Themenwochen, aber was ihr auch als Personen gelernt habt, was wir als Community gelernt haben, was in den Sessions passiert ist, was in den Lerngruppen passiert ist. Und dafür gibt es eine eigene Seite, ein Pad. Das ist hier in der Seite Abschlusswoche verlinkt, also hier unterhalb der Eule. Aber ich habe den Link auch gerade in den Chat gepostet. Wenn ihr da draufklickt, dann landet ihr bei diesem Pad und da könnt ihr einfach eintragen, wenn ihr heute in der Live-Session ein bisschen was berichten wollt, was ihr als Person, also individuell gelernt habt, was vielleicht in den Sessions passiert ist, ne? Das haben wir bisher noch gar nicht so sichtbar gemacht, und was in den Lerngruppen passiert ist. Ich hatte ja am Montag schon mal aufgerufen in der Telegram-Gruppe, wer mag, kann sich da eintragen. Die drei, die das dort gemacht haben, also angefangen bei der Augsburger Lerngruppe, Caroline habe ich schon gesehen. Lerngruppe, betriebsinterne Lernkultur, Wiener Lerngruppe und so weiter. Die habe ich von Telegram schon rübergenommen. Also wenn ihr auf Telegram schon geschrieben habt, müsst ihr das nochmal machen. Na, und am Ende vielleicht kleiner Teaser, werden wir auf der einen Seite nochmal drüber sprechen, wie geht es denn jetzt weiter? Was sind so die nächsten Möglichkeiten, sich zu beteiligen? Na, wo kann man sich anschließen? Was sind die nächsten Veranstaltungen? Volkmar hat natürlich auch wieder eine Retrospektive organisiert, dass wir sozusagen aus dem MooCamp insgesamt auch lernen können. Das werden wir dann so die letzten 10 Minuten machen. Aber jetzt würde ich sagen, was ich soll mal den Link nochmal posten in den Chat? Ist der schon wieder weggerutscht? Oder ist der sichtbar? Gerne nochmal teilen, bitte. Gerne nochmal teilen. Also dann machen wir das. Jetzt kommt hier der Link. So. Genau, da habt ihr den. Also eine Gruppe, Lerngruppe von analog zu digital, hat sich da schon eingetragen. Vielleicht noch die Person dahinter schreiben, dann weiß ich, wen wir dann aufrufen können. Und dann würde ich mal, nachdem da schon viele stehen, einfach vorschlagen, wenn nichts dagegen spricht, dass wir mit den Lerngruppen mal anfangen. Na, ich denke, es macht jetzt keinen Sinn, 10 Minuten Monolog über was in der Lerngruppe passiert ist, sondern eher kompakt. 1, 2 Minuten. Was habt ihr gemacht? Was sind so die Kernergebnisse? Gibt es irgendwie was, worauf man linken kann, also ein Ergebnis, was sich jetzt jemand im Nachhinein auch noch anschauen kann. Und vielleicht auch gibt es irgendwelche Follow-ups, also wollt ihr als Lerngruppe weiter Aktivitäten machen, trefft ihr euch weiter, kann man sich irgendwo noch anschließen, jetzt auch nach dem MooCamp. Na, dann würde ich mal das Wort an die Caroline übergeben von der Augsburger Lerngruppe. Hallo Caroline. Hallo. Ja, gerne berichte ich kurz aus Augsburg. Ich habe einfach sehr spontan eine Augsburger Gruppe gegründet, in der Hoffnung, dass man sich irgendwann auch mal wieder in vivo treffen kann. Und wir haben uns zu viert zusammengefunden und haben uns immer einmal die Woche getroffen. Und das war eigentlich schon das erste Learning, weil wir haben fast jedes Treffen mit einem anderen Videokonferenztool gemacht. Und haben dann da ja wirklich die unterschiedlichsten Tools bis 3D-Welten und YoTribe, ne, alles Mögliche ausgetestet. Und ich glaube, da haben wir alle 4 unsere Technikkenntnisse nochmal verbessert, bis zu Mikrofon und was funktioniert und was funktioniert nicht so gut. Das war schon mal sehr gut. Uns hat es vor allem geholfen, auch gemeinsam irgendwie so ein bisschen dran zu bleiben. Wir hatten jetzt keine gemeinsamen Lernziele, weil wir eben über den Ort zusammengefunden haben. Aber trotzdem haben wir uns auf die wöchentlichen Treffen immer gefreut und haben auch gemerkt, dass das gut tut, so ein synchrones Treffen auch mal wieder zu haben bei den ganzen digitalen Medien. Und auch gerade dieses freie Lernen und dieser freie Austausch hat Lernen irgendwie auch ermöglicht, also ohne dass man jetzt sagt, ja, bis dahin, dahin muss irgendwas abgegeben werden oder so. Und da haben wir immer über diskutiert, was wir die Woche gesehen hatten, und das waren gute Diskussionen, auch kontrovers, wirklich über die Rolle von Personalentwicklung. Wer könnte jetzt ein agiler Moderator auch sein?
Immer wieder dieses Thema Unterstützung. Also das bleibt, glaube ich, eine Herausforderung. Wie kann man Leute unterstützen beim selbstgesteuerten Lernen? Und dann auch gerade, wir haben uns immer wieder sehr so auf dann Richtung Blue Collar, also ne, wie kriegt man das Ganze zu Leuten hin, die vielleicht irgendwo in der Produktion stehen oder in dem Heizungskeller eben, das fanden wir sehr spannend. Haben gerade im Chat die Nachfrage von Michael, habt ihr ein Ergebnis, was gut und schlecht ist an den einzelnen Tools? Also habt ihr bei den Videokonferenz-Tools einen Favorit vielleicht gefunden? Also da kann ich sagen, wir sind weiterhin Zoom-Fans geblieben. Wir haben jetzt keine systematische Auswertung gemacht, muss ich sagen. Vielleicht kann ich noch sagen, YoTribe haben wir letzte Woche probiert. Das ist so ein bisschen Ersatz für Kaffeeküche. Fand ich ganz nett zum unterschiedlichen Gruppen bilden. Und Big Blue Button war noch ganz gut. Und Mozilla Hubs war ein bisschen verspielt, ein 3D-Treffen, aber auch ganz witzig. Schön. Sorry, keine systematische Sicht dazu. Ja, man hat gleich eine Brücke zu der Lerngruppe, die diese Mindmap-Lernräume gemacht hat, weil da gibt es auch eine Sektion Videokonferenz-Tools. Da waren einige dabei, die wir da noch nicht haben. Da kommen wir nochmal auf euch zu. Ja, genau. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir uns bei Bedarf einfach wieder treffen und nochmal austauschen. Also jetzt mal so Zielrichtung, vielleicht einmal im Monat. Oder auch wenn jemand sagt, der will mal was ausprobieren, dann hat er da auch eine Möglichkeit, das mit uns zu testen. Also eher bleiben wir so lose, wie wir es hier zusammengefunden haben. Und ich hoffe auch, dass wir dann irgendwann noch das echte Treffen in Vivo nachholen können. Sehr gut. Dann danke dir und viel Erfolg. Vielleicht noch als Hinweis, wir haben das Pad mit den Barcamp-Sessions. Da steht jetzt eine weitere Überschrift. Also alle Sessions, die bisher drin waren, sind unten unter abgeschlossen. Wer nach dem MOOCamp weitere Sessions anbieten will, kann die gerne dort eintragen, vielleicht mit einem Announcement in der Telegram-Gruppe und auf Twitter, damit man das mitbekommt. Aber ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, auch jetzt in den nächsten Wochen weiterhin selbstorganisiert Sessions anbieten. Genau. Die Hilke schreibt noch, wir fänden die Erfahrung mit YoTribe spannend. Das machen wir dann bei einer der nächsten Sessions. Dann schaue ich in die Liste. Als nächstes habe ich die Lerngruppe Betriebsinterne Lernkultur. Die Britta Scholten steht da dabei. Genau. Das sehen Sie schon, sehr gut. Wunderbar. Ich finde es ganz spannend, weil wir sind das krasse Gegenteil zu der Augsburger Lerngruppe. Ich mache mal ein paar Fun Facts über uns als Einstieg. Wir sind nämlich wirklich deutschlandweit verteilt und sehr gleichberechtigt Norden und Süden. Die Mitte haben wir komplett ausgelassen. Keine Ahnung, was das jetzt politisch bedeuten würde, aber irgendwie haben wir uns so im Norden und im Süden versammelt. Wir sind auch daher natürlich gar nicht so sehr über die regionale Zusammenarbeit gekommen, sondern wirklich über das Lernziel betriebsinterne Lernkultur. Und da war es für uns ganz spannend, dass wir auch da eine Gleichberechtigung hatten von 3 Unternehmensvertretern und 3 eher Dienstleistervertretern, sodass wir also sowohl diese interne Diskussion immer hatten, als auch dann die externen Sichtweisen. Männlein, Weiblein haben wir nicht ganz genau zusammengekriegt. Da haben wir eine 4-2 Verteilung gehabt und ich erzähle gleich mal über ein Hobby und dann werdet ihr wahrscheinlich auch rauskriegen, wie die Verteilung war. Weil etwas, was wir sehr stark gemacht haben, ist sehr viel über unsere Erfahrungen natürlich zu reden. Und eine Erfahrung kam eben nicht aus dem Unternehmensbereich, sondern aus einem Hobby. Unser Thorsten aus Hamburg ist nämlich Fußballtrainer. Und der hat uns darüber immer relativ viel spannende Beispiele aus ganz anderen Lernprozessen und Lernbegleitungen dabei bringen können. Das war tatsächlich immer sehr interessant. Wir haben uns mit diesem Thema betriebsinterne Lernkultur erstmal mit einer Kopfstandmethode beschäftigt, dass wir gesagt haben, was würde dann eigentlich passieren, wenn man das nicht mehr fokussiert betreibt, haben dann auch wirklich wahnsinnig viele Themen gehabt und haben daraufhin festgestellt, wir möchten das gerne ein bisschen strukturierter angehen. Und das hatten wir dann gemacht, indem wir uns das Skill-Modell zur Rate gezogen haben und sind jetzt so die Wochen immer
jeweils einen Themenblock nach dem anderen da durchgearbeitet. Wir haben uns wöchentlich getroffen. Wir haben das auch schön organisiert mit Moderator pro Treffen. Und wir haben mit MS Teams gearbeitet und da dann auch gleich alles dokumentiert. Inhaltlich will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Es sind auch noch zwei andere von uns da, die vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen können, was wir inhaltlich bis jetzt erarbeitet haben. Aber wir sind definitiv noch nicht fertig und dementsprechend machen wir noch weiter. Und das, was wir bis jetzt gemacht haben, das könnt ihr im Blog nachlesen. Da ist der Link gepostet zu einem Artikel auf LinkedIn. Auf kolon.de? Genau, auf kolon.de. Und dann frage ich mal kurz Simon und Renate, die sind im Call, ob sie noch was ergänzen möchten. Ja, hallo. Ja, Renate hier. Renate, Ladies first, bitte. Ja. Ja, ich kann nur bestätigen, was Britta da schon erzählt hat. Was mir sehr geholfen hat, ist da wirklich die Struktur und die Struktur an diesem Skill-Modell. Und da hatten wir einfach so das Thema Lernkultur an ja, Führungskräfte. Was hat Lernkultur mit den Mitarbeitern zu tun? Was hat Lernkultur mit organisatorischen Rahmenbedingungen zu tun? Das waren jetzt unsere ersten drei Themen, die wir bearbeitet haben. Und die anderen zwei weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber wir haben noch zwei offene Punkte, die wir da durchgehen können. Okay. Und wie gesagt, inhaltlich, ich glaube, wird es zu tief gehen. Das könnt ihr alles dann in dem Blog wunderbar nachlesen von der Britta. Ja, Simon, noch? Du, ja, super, danke dir, Simon. Okay. Ja, ich blende das mal kurz ein, dass wir da sehen, was wir da gemacht haben von Swiss Competence Center for Innovations in Learning. Skill in der Abkürzung. Wir haben gesagt, wir wollen, wie die Britta auch schon gesagt hat, ein bisschen Struktur in die Diskussion reinbringen. Und so haben wir die einzelnen Themenfelder an sich je Session bearbeitet. Was können wir denn machen beim Thema Mitarbeiter befähigen? Und uns war es nicht nur ein Anliegen über das Thema an sich, die Erfahrungen auszutauschen, sondern ganz stark in das Thema reinzugehen, wie können wir das machen, und haben dort eine schöne Liste erstellt mit Ideen, Beispielen, wie das einzelne Thema aus diesem Modell angegangen werden, um die betriebsinterne Lernkultur eben zu fördern und zu stärken. Schön. Sehr schön. Dann würde ich den im Pad verlinke ich nachher den Blog auch noch, damit die Leute dann da von dort direkt hinfinden. Sehr gut. Dann habe ich als nächstes die Wiener Lerngruppe Lernkultur mit dem Clemens. Ja, wunderbar. Ja, wir sind eine Gruppe, die quasi für das Thema Lernkultur sich sowieso als für Quartal 2 so als Lernthema genommen hat. Wir sind so hauptsächlich Berater, aber nicht nur, gemischt, eigentlich so Österreich verteilt, also Wien stimmt nicht ganz. Wir sind quasi von Ost nach West recht gut verteilt gewesen. Und wir haben quasi das MoCamp gehijackt, ne? Weil es eigentlich dann gesagt, hey, wunderbar, trifft sich sensationell. Wir haben da eigentlich Einblick und haben quasi so die Fragen, die uns eh beschäftigen, versucht eigentlich mitlaufen zu lassen gleich bei den Themen. Und das war traumhaft, ne? Weil wir da also Unternehmensbeispiele und wirklich wunderbare Beispiele, die wir beeindruckt waren, weil die Offenheit haben wir toll gefunden, das zur Verfügung zu stellen, auch den Einblick zu geben und uns mitdiskutieren zu lassen. Also das war hervorragend, weil wir da wirklich, glaube ich, schon gute Models, auch Good Practice auch gesehen haben, was halt möglich ist im Unternehmen. Und wir diese Frage nach Lernkultur mittreiben lassen konnten. Wir haben jetzt diese Woche so eine Zwischenauswertung gemacht. Unsere Lernreise geht noch weiter. Das Quartal 2 ist noch nicht zu Ende. Wir müssen da noch weiter tun. Aber wir haben das auch genutzt. Das haben wir hineingestellt, gepostet schon mal, was unser Zwischenresümee war. Wir haben vielleicht zwei Fragen, die uns beschäftigt haben, die uns jetzt nachhaltig beschäftigen, die wir da noch rückspeisen wollten. Das eine war das Thema, was uns beschäftigt hat, wie weit das Thema, wenn es um Lernen geht und um Lernkultur, eigentlich auch immer Organisationsentwicklung sein muss oder müsste. Also dass hier da diese Kombination ganz, ganz schlagend war, die ist uns immer deutlicher geworden und die wir wichtig finden, die wir ein bisschen auch als blinden Fleck gesehen haben in der Auseinandersetzung. Also diesen Kontext, dass sich Lernen entkoppelt indirekt schon redet, aber auch diese Frage, was tragen wir eigentlich bei zum Unternehmen, klar kommt vor, aber dass es hier
eigentlich ein Verknüpfung sein müsste, so auch dieses Thema Transformation, also auch eine Lernkultur, immer natürlich auch die Unternehmenskultur, Unternehmensentwicklungskultur braucht und auch das Change Management eigentlich, wie das ineinander greift, ist uns deutlich geworden, wie wichtig es ist und auch, wo wir in unserer Community ein bisschen, ja, da könnte mehr Aufmerksamkeit verdienen, dass es hier zu mehr Synergieeffekten auch kommt. Das war das eine. Und das zweite Thema war das eigentlich das Oberthema Lernen. Also dieses Lernen, also Mindset von Lernen, das uns auch nochmal klar geworden ist, wie stark es halt schon pädagogisch-schulisch getrieben ist. Mhm. Und da nicht einen, wir nicht einen Neustart, also eine Neudefinition bräuchten. Also ähnlich, wir haben uns das Beispiel hineingestellt, wie die Automobilbranche plötzlich jetzt rechts überholt wird, plötzlich ganz andere Verständnis von Automobil plötzlich gibt, ist nicht, also das kommt, war unser Eindruck, das schwebt gerade so im Raum und das Neue ist irgendwie da, aber gar nicht so leicht zu greifen, wenn man gerade über agiles Lernen, was uns sehr beschäftigt hat, hat man es gemerkt, das ist irgendwie so ungriffig und doch nicht neu oder schon neu und wie kriegen wir Worte dafür und wo kommt so die Hintertür wieder herein, fast das, was eigentlich uns ein bisschen auch im Weg steht. Also können wir das Neue schon sehen, das da ist, war so eine Frage, die da ist. Und von Old Ways of Learning zu New Ways of Learning, ohne genau zu wissen, was die neuen Wege sind schon. Ja, genau, und da war, das hat uns eher überrascht, dass wir auch als Community überraschend unerfahren sind zu dem Thema. Wo wir glauben, da ist viel mehr da, da ist viel, viel mehr da, als es auch schon da ist und so. Also auch Begriff agil zum ersten Mal gehört, hat uns überrascht, ne, dass das so quasi in der Community auch passiert. Das waren nicht Einzelmeinungen. Und darum war ich dem Beispiel von dieser agilen Lernen sehr dankbar, dass da schon noch gezeigt wird, dass da schon viel passiert, aber auch da noch viel zu tun ist auch noch, dass wir das hinauskriegen und auch nützlich machen können. Und da müssen wir, glaube ich, an unseren Schrauben drehen, weil wir da auch, da gibt es blinde Flecken und gleichzeitig gibt es unglaubliches Potenzial. Das sind jetzt auch so quasi drei Themen, die wir weiter treiben wollen, auch in unserer weiteren Lernreise, die uns beschäftigt, aber natürlich auch, weil wir glauben, dass es in der Community auch brauchbar ist und wertvoll. Das heißt, ihr seid jetzt das zweite Quartal bis zum Ende, also Ende Juli dann auch noch aktiv. Ja, ja, dafür. Und da geht es weiter, dann werden wir was Neues finden. Wir haben das jetzt schon seit fast 1,5 Jahren sind wir in einem Quartals-Lernstrecke drin. Alles klar, danke dir. Gerne. So, als nächstes habe ich in meiner Liste mich selber. Ich will kurz berichten zu der Lerngruppe Lernräume Mindmap. Ich teile euch kurz meinen Bildschirm. Moment. Den brauchen wir. Seht den hoffentlich? Sieht man meinen Bildschirm? Ja. Genau. Also, wir hatten uns zum Ziel gesetzt, eine Mindmap zu entwickeln, wo wir mal diese ganzen Facetten physischer und virtueller Lernräume zusammenfassen. Wir sind so vorgegangen, dass wir hier uns ein so ein gemeinsames Etherpad gemacht haben, wo wir am Anfang erstmal über Definitionen gesprochen haben. Das war die erste Session. Also was meinen wir überhaupt mit dem Thema Lernraum und dann unser Ziel formuliert haben, also was wollen wir erreichen. Ziel der Lerngruppe ist, eine öffentliche Mindmap zu erstellen, die einen Überblick über Möglichkeiten für physische Lernräume, virtuelle Lernräume und die dazugehörigen Facilitation-Prozesse, haben wir das mal genannt, zu geben. Dann haben wir hier so eine Liste von Teilnehmern, das war recht dynamisch, da waren manche waren bei allen Sessions dabei, andere waren nur bei einem Teil dabei und im unteren Teil ist so, ich gehe mal ganz nach unten, chronologisch rückwärts, kann man jetzt vielleicht nicht alles lesen, aber im Pad ist es verlinkt, haben wir in dem ersten Treffen einfach mal gesammelt, was gibt es denn für virtuelle Lernräume. Ne, wir haben gebrainstormt, Videokonferenzsysteme, Webkonferenzen, VR-Plattformen, Office 365 Ökosystem und haben dann hier mit den Xen, weiß nicht, ob man die sehen kann, abgestimmt, welche uns davon am wichtigsten sind. Daraus haben wir dann so ein Ranking gemacht, das sieht man hier oben, hier bei dem dritten Termin. Ne, das startet mit Videokonferenzen, dann kamen VR-Plattformen, dann kam Office 365 als Lernökosystem und haben uns jetzt quasi vorgenommen, Session für Session immer ein Thema abzuarbeiten. Wir hatten uns in den dritten Termin den Thorsten Fell eingeladen, der da auch ganz guter Experte ist zum Thema. Man sieht, dass hier jetzt so rein protokolliert ist. Der hat uns ganz viel erzählt, was es für Plattformen gibt, auch welche Fallbeispiele, wo Lufthansa, Deutsche Bahn, Stiel, TÜV Süd, VR schon einsetzt. Und sind aber tatsächlich auch erst zu unserem Top 1 Item gekommen. Also jetzt die Videokonferenzen und Office 365 als Lernökosystem steht noch aus, aber da werden wir uns jetzt dann nächste Woche wahrscheinlich das nächste Mal treffen und dann so im 2-Wochen-Takt, bis unsere priorisierten Themen durch sind.
Was ich noch ganz spannend fand, wir haben uns nicht in der Videokonferenz getroffen, sondern auf Discord. Discord ist eigentlich ein Chat-System, was im Gaming sehr viel eingesetzt wird und wo es Sprachkanäle gibt, wo man mit sehr hoher Audioqualität sich austauschen kann. Und was ihr jetzt hier bei mir auf dem Bildschirm seht, ist quasi unser Discord-Raum. Da ist der Chat, den wir gemacht haben. Da sieht man auch mal so Polls für Terminabstimmung. Und so haben wir uns quasi innerhalb der Lerngruppe immer ausgetauscht und haben über Definitionen gesprochen, damit wir nicht nur die synchronen Events hatten, sondern eben auch asynchron den Chat. Wie gesagt, das ist beides verlinkt auf dem Pad. Wer mag und wer jetzt im Nachgang auch noch mitwirken mag, ist da ganz herzlich eingeladen. Gut, dann springe ich mal zurück auf das Pad mit der Liste. Danach steht die Lerngruppe von analog zu digital mit der Angela. Da kommt sie auch schon. Grüß dich. Hallo zusammen. Ja, ich bin ganz beeindruckt, was passiert, wenn Menschen zusammenkommen in so kurzer Zeit, so viele tolle Ergebnisse. Wow. Also ich kann oder wir können es noch ein bisschen toppen, was die Britta gesagt hat von den Facts, wer woher kommt in unserer Lerngruppe. Die wurde sozusagen von einer Schweizerin gegründet, von der Elvira Pfann. Die ist heute leider nicht da, deswegen darf ich unser Ergebnis oder unseren aktuellen Arbeitsstand vorstellen. Das Lernziel kam daraus, dass sie vor der Herausforderung stand, ja, wie so viele andere Trainer auch gerade, aufgrund von Corona ein analoges Seminar plötzlich virtuell gestalten zu müssen. Und es ist ganz gut gelungen und sie meinte aber, das geht noch besser. Und ja, da hat sie so den Nerv getroffen. Wir waren zum Teil über 20 Menschen, die sich für dieses Thema interessiert haben und in einer Lerngruppe eben zusammengefunden haben. Der harte Kern, die Hanne hat jetzt netterweise unser Conceptboard eingeblendet. Da wollen wir euch jetzt so einen kurzen Überblick mal geben. Hanne, vielleicht kannst du mal rüber switchen zu dem harten Kern. Haben wir euch sozusagen nochmal mitgebracht. Also wir haben am, genau, das war so der harte Kern. Ein paar sind auch heute mit dabei. Einige geben jetzt auch schon wieder Präsenzseminare und können deswegen heute nicht mit dabei sein. Wir sind von der Schweiz bis nach Mallorca vertreten und sind eine bunte Truppe aus ja, sehr erfahrenen Trainern, vor allem Moderatoren, Coaches zu unterschiedlichsten Themen und haben auch mit unterschiedlichsten Zielgruppen, eben von Werkern zu Top-Management, Großkonzerne, Einzelcoachings. Also das war spannend, das auch irgendwie so zusammenzubringen. Und wir haben am Mittwoch schon ein ausführliches Meetup gemacht und hier die Community auch eingeladen, die mehr darüber erfahren wollten. Also unser Ansatz war jetzt weniger revolutionär, sondern eher, was hat sich bewährt in der Praxis und was würden wir gerne mit rübernehmen ins Virtuelle? Und da ist, was wir vorher auch schon bei den anderen Gruppen gehört hatten, natürlich die erste Frage, wenn sich so 12, 14 Menschen treffen, wie kriegt man das gut aufgesetzt? Und da hat Elvira uns bereichert mit einer Struktur, die sie in ihrer Unterrichtsplanung verwendet, die nennt sich IRIW. Und da haben wir uns dann so ein bisschen langgehangelt. Also wir haben auch die verschiedenen Phasen sehr ausführlich diskutiert. Also mit Icebreakers eben einfach gemeint, wirklich so diese Anfangsphase im Seminar, haben das dann aber auch ergänzt über Pausenaktivation, weil das so ein Learning war, dass, wenn es digital stattfindet, einfach ja, ein ganz anderes Zeitmanagement notwendig ist. Viel mehr Pausen auch, als wir das jetzt einfach live gewöhnt sind. Die Kaffeepausen wegfallen und so weiter. Wir haben uns dann in den verschiedenen Channels, wir haben uns auf Slack organisiert, haben wir die bearbeitet und auch das war ein großes Learning, weil ich würde sagen, doch der Großteil von uns eher so digitale Analphabeten waren. Also es gibt einige Ausnahmen auch, die uns da einiges beigebracht haben. Ansonsten war das auch nach Schweizer Vorbild, das war der Elvira immer ganz wichtig, absolut selbst organisiert. Wir hatten keine Moderation und es war trotzdem spannend, was dann in diesen 6 Wochen wirklich rausgekommen ist. Was ist rausgekommen? Wir haben, wie gesagt, in den Channels dann diese also Methoden gesammelt, immer wieder auch überlegt, wofür wollen wir die einsetzen und wie können wir das Analoge ins Digitale rübernehmen, mit welchen konkreten Tools. Wir haben auch einige Dinge schon ausprobiert und haben uns dann aus jedem Bereich so 5 Perlen rausgegriffen. Könnt ihr euch vorstellen, bei ja, 10, 12 unterschiedlichen Persönlichkeiten war das auch schon spannend. Was ist deine wichtigste Methode oder was würdest du gerne mit rübernehmen ins Virtuelle?
Und Hanne, vielleicht kannst du mal rüberschwenken. Wir haben euch hier einfach mal gezeigt, nur im Überblick, wie diese Perlen dann zum Beispiel aussehen. Also rechts seht ihr beim Icebreaker zum Beispiel unsere ja, liebgewonnenen oder auch neu kennengelernten Methoden, die wir gerne weiterhin einsetzen möchten. Und links seht ihr mal exemplarisch die Excel-Tabelle, die wir angefertigt haben mit den ganzen unterschiedlichen Methoden. Und die gibt es praktisch für jeden Channel. Also wir haben da einen Schatz an Wissen zusammengetragen und das war wirklich unglaublich inspirierend. Schatz an Wissen ist ein schönes Stichwort. Könntet ihr den Link auf das Concept Board vielleicht in der Read-Only-Version? Ja, also so wie ihr das jetzt seht, könnt ihr damit wenig anfangen, weil das ja so klein ist. Aber wir sind noch mittendrin. Also wir sind auch noch nicht fertig. Wir haben dann auch gemerkt, es gibt so Phasen wie Informationen oder Evaluationen. Also das heißt, wie können wir eigentlich nach dem Workshop auch noch ein halbes Jahr später Wissen sichern mit unterschiedlichen Methoden? Und werden da, genau, da sind noch, also steht noch einiges an Arbeit an, aber wir haben uns zu so einem richtigen Team zusammengefunden und werden auch weiterhin zusammenarbeiten und wollen so eine Art E-Book erstellen. Wie genau, wissen wir auch noch nicht, aber da findet ihr dann das, was ja so, dass es einfach auch verständlich ist, weil wir haben gemerkt, momentan ist das, da liest du zwar die Methode und liest die Umsetzung, aber hast einfach viele, viele Fragezeichen. Genau, da seht ihr die Eule. Unser E-Book Coming Soon, da sind wir gerade noch dran, wie wir das gut der Community dann auch zur Verfügung stellen können. Wir haben ein kleines Mentimeter intern noch veranstaltet zum Ende. Was waren jetzt so unsere persönlichen Learnings? Also was würden wir jetzt auch zukünftig in digitalen Formaten umsetzen? Und da seht ihr mal das, was unsere Kerngruppe da so von sich gegeben hat. Ich weiß nicht, könnt ihr es alle gut sehen? Ja, sehr gut. Vielleicht einfach mal kurz überfliegen. Sehr schön. Genau, es hat sich eine ganze Menge ergeben und hat auch richtig Spaß gemacht, in der Gruppe zu arbeiten. Und ich war ja letztes Jahr auch in dem CoLearn 2025. Das ging ja ein ganzes Jahr. Und was wir hier in den 4 Wochen hier auf die Beine gestellt haben, da muss ich wirklich sagen, also da haben wir schon viel Schweiß irgendwo mitgekriegt. War super. Also war wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Macht Lust auf mehr und ist auch eine ganz tolle Ergebnispräsentation. Ja. Vielen Dank euch. Gerne. Genau, jetzt komme ich wieder raus. Das ihr Rewe-Modell habe ich euch in den Chat reingegeben, weil die Elvira hat das nämlich mal in einem längeren Beitrag auf LinkedIn beschrieben. Hey, hallo ihr, ich bin jetzt ja, da. Genau. Hallo Doris, du warst unsere Rettung. Sehr gut, dann haben wir als nächstes die Lerngruppe, was Führungskräfte zu einem funktionierenden Lernraum beitragen können, sollen oder müssen, mit der Maria. Die habe ich, glaube ich, auch gerade schon gesehen. Da ist sie. Ja, hallöchen, hallo aus Berlin. Wir waren in unserer Lerngruppe 5 Leute und auch über ganz Deutschland bis in die Schweiz verteilt und wir können uns leider jetzt gar nicht mit so vielen tollen Ergebnissen euch mitteilen, da wir auch noch absolut drinne sind. Es war super spannend mitzubekommen, dass wir Teammitglieder pro Woche gewonnen haben und die natürlich auch immer wieder abgeholt werden mussten. Und ihr könnt euch vorstellen, in einer relativ kleinen Gruppe geht man dann doch immer noch mal 2, 3 Schrittchen zurück. Super spannendes Thema. Wir haben Interviews geführt mit diversen Arten von Führungskräften, ganz klassische Interviews, haben die zum Teil als Screencast, zum Teil Audio, zum Teil nur runtergetippt. Ich glaube, es sind an die 15 bis 17 geworden. Die werden momentan noch analysiert in der klassischen Inhaltsanalyse und es wird eine Visualisierung als Ergebnis dabei rauskommen von. Wir gehen nochmal so einen Loop zurück und werden aus diesen Interviews ungefähr 3, 4 Personen formen und daraus dann eine Checkliste entwickeln, was denn unsere Kernessenzen aus dieser Lerngruppe waren. Wir hatten sehr viel interessante Kommunikation darüber, was denn überhaupt unsere Führungskräfte in diesen Interviews erzählten. Das war wirklich spannend. Und was wir überhaupt denn als Führungskraft gelten lassen, da waren dann laterale Führungskräfte dabei, Linienführungskräfte. Ich kannte die Worte davor alle gar nicht. Okay. Das war super interessant. Und ja, wir sind noch dran und werden es euch dann auf alle Fälle teilen. Und ganz liebe Grüße von meinem ganzen Team.
Sehr schön. Und wie habt ihr euch organisiert? Mit was habt ihr konferiert? Wir haben mit MS Teams konferiert und haben uns über Telegram ausgetauscht. Und ansonsten, wir waren auch, glaube ich, mal auf Google Meet. Genau. Ja, also das waren so unsere Kanäle. Und kann man anderen Lerngruppen empfehlen? Kann man immer empfehlen. Und wir haben ansonsten visualisiert über Mural. Das klappt natürlich auch ganz gut. Haben wir ja auch schon bei diversen Firmen gesehen, die das auch genutzt haben während des Camps. Sehr schön. Alles klar. Danke euch. Danke. Dann habe ich in der Liste die AG Mittelstand mit dem Alexander Schön. Das sehe ich ein AS und den Alexander gleich danach. Grüß euch. Ein herzliches Grüß Gott aus dem Salzkammergut. Ihr hört schon aus der Sprache aus Österreich. Unser Team hat eine große Region umfasst, also zwischen Berlin, Stuttgart, zwischen Düsseldorf und aus der Nähe von Salzburg. Und ist entstanden aus einem Barcamp gleich nach der ersten Woche. Und wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, mit welchen Argumenten können denn Schlüsselpersonen überzeugt werden, dass Lernen integrierter Bestandteil eines operativen Arbeitsprozesses ist. Und nachdem wir kaum Unternehmen gefunden haben, auch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, war das dann sehr schnell unser Fokus. Und ähnlich wie es der Clemens schon angesprochen hat, dürfen wir nicht das Unternehmerische vergessen. Und wir haben uns gesagt, wir wissen schon ziemlich viel über Lehren und Lernen, aber wir wissen eigentlich wenig über die Unternehmen. Und wir glauben, dass gerade KMUs ein bisschen anders ticken als die großen Firmen, die etablierte Bereiche, Stäbe und so weiter haben, die sich professionell auseinandersetzen mit dem Thema Lernen. Aber wir sind dann sehr schnell dazu gekommen, dass wir zu wenig über diese KMUs wissen und haben uns dann letztlich auch nach mehreren Runden und Zusammentreffen heute explizit noch einmal konstituiert und beschlossen, dass wir eine Studie starten wollen mit Interviewergebnissen, haben für dieses Interview, das speziell darauf ausgerichtet ist, wir haben auch da einen Plan entwickelt, wie wir da vorgehen wollen, wie wir gerade Entscheidungsträger in Klein- und Mittelunternehmen befragen wollen zum und rund um das Thema Lernen. Das wird uns jetzt die nächste Zeit noch beschäftigen. Wir haben jetzt einen Folgetermin in gut zwei Wochen, wo wir mit ersten Erfahrungen, also so nach einem iterativen Vorgehen, austauschen wollen. Uns dann auch in die Breite gehen wollen, weil wir natürlich Daten brauchen. Und da wird es dann auch an diese Community noch eine Einladung geben, inwieweit diese Interviews nach diesem speziellen Leitfaden nicht auch noch weitergetragen werden können, dass wir die dann wieder zusammenfassen, durchaus auch im Sinne von einer Veröffentlichung, in welcher Form dann auch immer. Aber es wäre schade, denken wir, wenn diese Ergebnisse nur für uns dienen würden. Die sind sicherlich in einem größeren Rahmen interessant. Oh, da kommt sogar eine Studie raus aus dem MOOC, sehr cool. Vielleicht Angebot an euch, aber auch an alle anderen. Wir haben ja diesen Corporate Learning Community Newsletter. Das heißt, wenn ihr sowas habt, wo ihr viele Leute erreichen wollt, damit die an dem Fragebogen zum Beispiel teilnehmen, einfach eine Info an uns schicken und dann können wir das in den nächsten Newsletter mit einbauen, wenn das hilft. Ja, wir müssen uns überhaupt noch darüber einigen, wie wir jetzt sozusagen die Kommunikationskanäle entsprechend nützen. Aber da wird es dann eine entsprechende Information auch an die Community geben, wie wir uns das vorstellen. Sehr gut. Alles klar, danke dir und euch. Dann schaue ich in die Liste, dann habe ich die Sketchnoting-Lerngruppe mit der Anja Blesel. Und danach nur noch eine, also falls jemand noch was erzählen mag, gerne da noch eintragen. Seht ihr mich? Jawohl. Okay, also ich habe mich jetzt ganz spontan entschlossen. Ein bisschen leise. Kannst du ein bisschen näher ans Mikrofon? Ich habe das Stöpsel im Ohr, geht so besser? Ja, es wird, glaube ich, ein bisschen lauter. Ja, ich glaube, es ist ein anderes Mikrofon ausgewählt, weil es nicht wirklich lauter geworden. Jetzt besser? Geh mal an das Gerät, wo du dran bist, ein bisschen näher ran. Wird es jetzt besser? Jetzt ist super. Jetzt habe ich nochmal ein- und ausgestöpselt, das hilft meistens. Das hilft meistens. ich,
Genau, ich habe mich ganz spontan entschlossen, da jetzt was dazu zu sagen. Aber ich habe gesehen, die Hanne und der Matthias sind, glaube ich, aus Stuttgart. Wenn der Matthias aus Stuttgart der Matthias ist, die sind auch in der Leitung. Vielleicht wollen sie dann auch noch mal was dazu sagen. Wir hatten das Lernziel, über 6 Wochen unsere Sketchnote-Fähigkeiten zu verbessern und haben uns da einmal in der Woche, Donnerstagabend, immer über Zoom getroffen. Wir hatten unheimlich viel Spaß. Wir haben auch dazu auf dem LinkedIn eine Gruppe gebildet, die wir einfach MooCamp Sketchnote-Gruppe genannt haben. Und das sind jetzt nach den 6 Wochen circa 100 Blogbeiträge entstanden und circa 85 Sketche. Und es war relativ witzig, was wir eben in den einzelnen Sessions so gemacht haben. Wir haben extrem viel gelacht und Spaß gehabt. Dazu hatte ich auch einen kleinen Blogbeitrag hinterlegt, der auf LinkedIn zu finden sind. Meine persönlichen Highlights waren zum Beispiel eine Urlaubsgeschichte, die Flavia beigetragen hat, die bei uns waren. Wir waren erst in Summe 8 Leute. Dann haben wir so zu Begriffen Sketchnotes, Post-its gemacht oder eine Challenge war dann in der Gruppe mal Strich für Strich Anleitungen zu machen zu müssen oder machen zu dürfen, wie auch immer man das eben nennt. Da hat uns der Martin, der dabei war, explizit riesig gechallenged, weil wir nämlich dann plötzlich Strich für Strich Anleitung für Weltfrieden machen durften. Mhm. Was auch ganz spannend war zu verfolgen, war ein Umbauprojekt von Hannelore. Oder eine Ente, die Birgit gezeichnet hat. Und auch solche schönen Sachen wie ein Sketchnote-ABC sind entstanden. Also mir persönlich hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Parallel dazu hat der Matthias die Challenge, die ich gerade selber mir gesetzt habe, mit 100 Tage jeden Tag etwas zu zeichnen, hat er auch aufgenommen. Und er ist mittlerweile beim Tag 30 plus, also ich glaube 36 oder so ist er jetzt gerade. Auch. Von daher, glaube ich, war es für alle recht spannend, da dabei zu sein. Und ich kann es nur empfehlen, auch gemeinsam im kreativen Bereich Dinge zusammen zu tun, weil man kriegt immer wieder neue Ideen. Und vielleicht will Matthias und Hannelore vielleicht auch noch was dazu sagen, wenn sie gerade Lust haben. Ja, genau. Also das fand ich an für sich auch total klasse, weil man sich einfach so ausprobieren konnte und mal so auch erstmal so im geschlossenen Raum über die LinkedIn-Gruppe und so, dass man sich ein bisschen mehr mutig gefühlt hat, komm, jetzt mache ich es halt auch mal. Deswegen habe ich ja heute auch eins gemacht und habe mich getraut, das jetzt auch vor der Gruppe so zu posten, was ja nicht immer so leicht ist. Ne? Ja, und das eine mit meiner Umbaumaßnahme, da habe ich jeden Tag dann einfach ein Stück weit im Bild wieder was dazu gemalt. Und man muss aber schon überlegen, wie kann ich irgendwas umsetzen. Es ist gar nicht so einfach, aber ich finde es eben gut, dass die Gruppe dann wieder motiviert und uns dann antreibt. Und wir haben ja auch gesagt, wir treffen uns weiterhin einmal im Monat, um einfach nochmal so ein Stück weit dran zu bleiben und weitere Erfahrungen zu sammeln. Sehr toll. Man hört jemand aber sehr leise. Ja, Matthias, du sprichst gerade, aber wir hören dich, glaube ich, gerade nicht. Dann probiere ich es nochmal. Hallo? Jetzt wird es lauter, ja. Sehr gut. Super. Genau, ich wollte auch nochmal sagen, dass ich das alles unterstreichen kann, was gesagt wurde. Und ich kann es voll empfehlen, sich mit dem Thema Sketchnoting auseinanderzusetzen, weil das unglaublich hilft, auch sich zu fokussieren, wenn man was mit dokumentiert. Ja, und die Dokumentation viel übersichtlicher ist als einfach nur Stichpunkte, für mich zumindest. Ja. Wir hatten das, glaube ich, in einem der vorherigen Gruppen auch. Da ging es ja darum, wie lernt man denn, also wie sind wir groß geworden? Das Lernen ist sehr beeinflusst von dem Schulischen, das sehr durchorganisiert ist, sagen wir es mal sehr diplomatisch. Und da kann auch so etwas sehr gut helfen, auch ganz jungen Menschen, also unseren Kindern sozusagen, auch mit Spaß an das Thema Lernen heranzugehen und auch das später zu nutzen, weil ich glaube, viele von uns kennen das vielleicht noch, dass sie während der Schulzeit ab und zu mal die Ränder ihrer Hefte voll gescribbelt haben und irgendwann hat man damit aufgehört, was eigentlich ziemlich schade ist. Ja, völlig richtig. Sehr schön. Gut, dann habe ich in der Liste noch einen, das bin ich nochmal selber, mit einer Session, also einer dieser Barcamp-Sessions. Ich hoffe, ihr seht meinen Screen wieder. Folgt man nicht, sehr gut. Das war die Barcamp-Session Making of LernOS All-Stars Camp. Da ging es darum, eine Barcamp-artige Veranstaltung als Lernraum für eine Community, die sich jährlich trifft,
Da ist die Geschichte wie bei vielen anderen Camps auch so. Die war eigentlich physisch geplant für Bonn bei der Telekom stattzufinden. So um die Osterzeit wurde eigentlich klar, dass sie da nicht stattfinden kann. Und wir haben das dann über Ostern entschieden, die in den virtuellen Raum ins Neuland zu verlegen, also von Bonn ins Neuland. Und hatten ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon eine Latte an virtuellen Events gemacht und wollten mal überlegen, wie man die Nicht-Session-Elemente eines Camps gut übertragen kann. Also ich glaube, wir wissen jetzt alle, wie man so Sessions in Videokonferenzen und Whiteboards abbildet. Und bei uns ging es speziell darum, wie bekomme ich jetzt sowas wie, die Leute kommen früh an und unterhalten sich, man sitzt in der Mittagspause zusammen, man geht aus einer Session und spricht noch über ein Thema bis zur Abendveranstaltung. Man sitzt zusammen am Dinnertable und isst gemeinsam, man braucht Live-Musik mit dem DJ. Und das ist das, was ihr in dem Bild da seht, also wo wir eine Plattform einsetzen, die diese kleinen blauen Grüppchen, das sind eben genauso Tische, an die man sich setzen kann, wo man sofort, wenn man mit einer Sechsergruppe zusammensitzt, in der Videokonferenz mit den Leuten ist und dort auch Inhalte teilen kann. Man als Organizer aber auch sozusagen eine Bühne einschalten kann, wo dann ein Redner, ein Impulsredner sichtbar ist und zu der ganzen Menge spricht. Na, und so werden wir jetzt dann Ende Juni ein Camp machen, was so 120, 130 Leute ungefähr haben wird von der Größenordnung. Die Session habe ich aufgezeichnet. Da ist im Pad der Link auf YouTube. Also da könnt ihr die gerne nachschauen, wenn euch das interessiert. Und hier in dem Pad habe ich das entsprechend auch verlinkt. Genau, jetzt schaue ich nochmal nach oben, ob noch was dazugekommen ist. Das scheint nicht der Fall zu sein. Die Lerner und Lernerinnen, die bloggen wahrscheinlich jetzt noch fleißig die nächsten Wochen und schreiben ihre Erkenntnisse in den Blog. Da waren meines Wissens nach Stand heute Morgen erst 11 oder 12 drinnen. Jetzt kommen wir ja zu dem Punkt, wie geht's denn jetzt weiter nach so einem Camp? Mich hat jetzt total gefreut, dass ganz viele aus den Lerngruppen gesagt haben, wir haben uns schon verabredet, wir treffen uns weiter, wir arbeiten an den Themen weiter. Und was wir ja auch haben, neben so fachlichen Communities, das ganze Thema regionale Communities. Und da kann uns der Jochen jetzt vielleicht mal ein bisschen aufschlauen, was die Idee ist, wie jetzt so eine Energie, die in einem MOOC-Camp entsteht, auch in die Aktivitäten in den Regionen einfließen kann. Ja, danke Simon, mache ich sehr gerne, versuche ich sehr gerne. Ich kann auch mal schauen, ob ich schnell noch meinen Bildschirm teilen kann. Dann kann ich soll ich rein? Ich habe die Community. Oder mach du es, genau, super, ja. Da ist er schon. Ja, ich denke, also ihr wart alle schon mal auf der Seite und habt euch da ein bisschen umgeschaut. Man sieht hier ganz klar, also den Reiter Communities, vielleicht auch zwei, drei Sätze noch, wie die entstanden sind. Die gibt es seit 2,5 Jahren und das Bedürfnis, das aufkam, war, wir hatten ja vor 2, 3 Jahren auch nur ein großes Camp im Jahr. Wir hatten dann vielleicht noch so eine Großveranstaltung, ein Großprojekt, wie jetzt den MOOC hier. Und dann stand die Frage im Raum, was macht man eigentlich danach? Also wartet man jetzt mit dem Netzwerken wieder ein Jahr, bis man sich im nächsten Projekt trifft, bis man sich im nächsten Camp trifft? Und da entstand so das Bedürfnis und die Idee, doch das Ganze mal unterjährig so regional zu organisieren, sodass man sich auch mal treffen kann, sehen kann, austauschen kann. Und da sind so Ende 2017 war es, glaube ich, eine Reihe von Communities entstanden. Auf der Seite hier seht ihr die Communities, die es heute schon gibt. Es sind, glaube ich, so 10 plus X. Die sind relativ selbstorganisiert, freuen sich über neue Teilnehmer. Von daher kann man jetzt von verschiedenen Seiten einfach da auf diese Communities zugehen oder mit dem Thema warm werden. Also eine Geschichte wäre, zumindest vor 10 Wochen hätte ich noch gesagt, schaut einfach hier rein in die Communities, die bei euch regional irgendwie am besten passt. Schaut nach, was die für einen Termin haben und geht einfach vorbei. Manche sind über Xing organisiert, manche auf irgendeine Art und Weise. Meistens steht es auf der Seite der Community. Das mit dem Vorbeigehen ist ja momentan so eine Sache. Von daher, ihr seht hier in der Liste auch Ansprechpartner. Eine andere Geschichte, ich kontaktiere die alle, kontaktiere die einfach, also wenn es bei euch regional irgendwie passt. Ich weiß nicht genau, in welchem Stadium die alle momentan sind. Also da geht natürlich, was ich vorhin gesagt habe, dass Corona da natürlich diesen regelmäßigen Fluss oder Rhythmus an Meetings, an Treffen so ein bisschen gerade auseinandergeschlagen hat. Also da macht es sicher Sinn, noch mal kurz nachzufragen, wie gerade der Stand ist.
Einige haben sich online organisiert, andere planen einfach oder haben jetzt eine Pause eingeschlagen, planen für die Zeit danach schon weiter. Also da wäre eine Geschichte, einfach mal zu schauen, wie man sich da andocken kann. Eine andere Geschichte ist, ich habe vorhin jetzt auch gerade die Augsburger noch im Kopf, habe jetzt gerade nochmal gecheckt, nein, Augsburg ist hier noch kein Thema. Wäre eine wunderbare Option, einfach hier eine Community aufzusetzen. Also wenn ihr dazu Lust habt, es ist wie gesagt relativ selbst organisiert, schickt mir oder dem Simon eine kleine E-Mail, sagt uns kurz, was ihr vorhabt. Im Kern geht es vor allen Dingen um die Schreibrechte hier in WordPress, dass ihr also da euch auch in die Liste eintragen könnt, dass ihr vielleicht kurz beschreiben wollt, wer ihr seid, was vielleicht die Idee, der Rhythmus eures Treffens ist, also so ein bisschen über euch selbst. Und dann könnte man das eigentlich schon so fortführen. Also es wäre so ein naheliegendes Angebot. Ansonsten Kontakt aufnehmen, einfach vorbeigehen, eigene Community gründen. Wir helfen euch gerne, wenn es da irgendwie organisatorische Fragen gibt oder welche Optionen es gibt, um Teilnehmer einzuladen. Die Erfahrungen sind wir gerade so ein bisschen dabei zu sammeln. Die Communities haben alle einen unterschiedlichen Rhythmus, organisieren sich alle so ein bisschen anders. Was immer funktioniert, ist auch, wenn ihr aus Berlin seid und zufällig in Frankfurt mal seid oder arbeitet, abends vorbeizukommen, wenn der Termin sich überschneidet. Das hat in der Vergangenheit, ich kann da vor allen Dingen für die Frankfurter sprechen, immer sehr gut funktioniert. Ich denke, das klappt und geht bei den anderen regionalen Communities genauso. Und es gibt in der Regel auch auf den physischen Camps immer eine Session, wo sich so die regionalen Community-Koordinatoren trifft, wo man sich auch mal austauscht, was funktioniert an Rhythmus, an Formaten, wie geht man mit den sozialen Netzwerken um und so weiter. Genau. Wir versuchen den Kreis immer wieder zu schließen, also dass die Communities dann nicht allein im Raum stehen. Jetzt sind wir natürlich gerade in so einer etwas schwierigen Phase, wo einiges pausiert, aber ich denke, das wird im Herbst dann auch wieder im alten Rhythmus weitergehen. Sehr schön. Soweit zu korrekt? Soweit, so gut, genau. Also wenn es keine Fragen gibt dazu oder irgendwas Spontanes, dann... Chat habe ich keine gesehen, außer dass die Caroline geschrieben hat, dass aus Ihnen dann wohl die Augsburger Gruppe wird. Also unsere Tabelle wird eine neue Zeile bekommen. Habe ich auch spontan gedacht, als ich den kleinen Status gehört habe. Du hast ja den Ball quasi in den Elfmeterraum geschossen. Ich habe sofort nachgeguckt, gibt es Augsburg schon was, und habe gesehen, nein. Und von daher, das wäre natürlich naheliegend und toll. Sehr gut. Dann würde ich den Volkmar mal anschauen zu dem Thema Retrospektive. Du hast gesagt, du hast das schon gepostet, aber vielleicht sagst du ein paar Sätze noch zu. Wenn du magst, kann ich gerne noch was teilen zu dem Thema, wie haben wir uns die Retrospektive vorgestellt? Ja, vielen Dank, Simon. Ich habe das, wie gesagt, schon einmal geteilt. Ich schicke es jetzt gerade noch mal hier in den Chat rein und habe auch gesehen, dass durch das Teilen bei Twitter und im Telegram schon viele angefangen sind, das Ganze zu machen. Bevor ich da jetzt gleich reingehe, würde ich ganz gerne den Jochen, der ja immer auch ganz bescheiden dort berichtet, was er so alles macht, noch ein bisschen ergänzen wollen. Denn er war der Erste, der letztlich auch mit der Regionalgruppe in Frankfurt digital geworden ist. Es gibt also dienstags immer eine Kaffeebar in Frankfurt digital. Und es gibt auch eine letztlich in es gibt letztlich auch eine im Süden von Niedersachsen. Und das Witzige ist, wir hatten also die letzten Male praktisch von überall her aus Dach, sage ich mal, aus der Dachregion tatsächlich hier Gäste. Und das sind so Themen, die beispielsweise schon gelaufen sind. Also wir haben verschiedene Dinge hier zu LernOS-Leitfäden gehört. Wir hatten gestern wunderbar dieses Thema Ungewissheit, dann was so im Homeoffice los ist und so weiter und so weiter. Und ja, wir haben hier noch einige Themen im Themenspeicher, die jetzt in den nächsten, bei den nächsten Malen stattfinden wird. Und das ist immer donnerstags von 13 bis 14 Uhr. Also auch da habt ihr jetzt noch mal zwei Gelegenheiten, dienstags und donnerstags euch einzubringen. Die Links findet ihr alle auch auf der Co-Learn-Seite. Schön. Ja. Ich habe gerade den Link nochmal zur Retrospektive jetzt gepostet. Retrospektive MOOC Camp 2020, Lernräume gestalten. Also wenn ihr jetzt nochmal sozusagen einen kleinen Rückblick macht und nochmal reflektiert aus eurer Sicht, was war gut,
was können wir vielleicht noch besser machen und was sollten wir beibehalten? Was ist für euch sozusagen eine richtige, wichtige Leit- und Schutzplanke gewesen? Und als letztes natürlich auch noch, hattet ihr ein persönliches Highlight? Wenn ja, wollt ihr das gerne teilen? Meinetwegen auch gerne mit Link, wo ihr sagt, okay, da haben wir das auch nochmal festgehalten. Wir wollen diese Retrospektive jetzt auf der einen Seite natürlich gemeinsam bearbeiten. Klar, auf der anderen Seite kann das auch asynchron noch in der folgenden Woche stattfinden. Und wenn der Zettelvorrat aufgeht, also hier oben kann man sich noch beliebig viel weitere erzeugen und nutzt einfach die Fläche und geht darüber hinaus. Ja? Seid kreativ. Sehr schön. Sehr gut. Und da hat man ja gesagt, bleibt jetzt ein, zwei Wochen offen. Also ist ja auch ganz schön, wenn ein paar Nächte man mal drüber geschlafen hat. Der Link ist da, den werden wir jetzt dann auch noch in den Quicklinks verlinken auf der Kolan-Seite. Geht da jederzeit rein. Ja, bevor wir dann zum Karl-Heinz nochmal gehen, zum Thema Camps. Die Renate hat geschrieben im Chat noch, ob jemand Interesse hat an einer Regionalgruppe im Allgäu. Also meldet euch bei Renate. In zwei Wochen bin ich da im Urlaub. Wenn ihr da schon ein Treffen habt, komme ich gern vorbei. Und dann gehen wir jetzt vielleicht nochmal zu dem Thema Camp in MuCamp. Wir hatten ja auf der einen Seite diese selbstorganisierten Barcamp-Sessions immer an den Freitagen. Wir sind gestartet an dem virtuellen Corporate Learning Camp am 19. und 20. März. Und haben ja auch die Idee, dass jetzt die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, weitergehen und dann in die zukünftigen Camps einfließen, die für dieses Jahr noch geplant sind. Da gibt uns der Karl jetzt mal ein Update, wie da der Stand ist. Ja, gerne. Also zunächst mal, ich bin ganz fasziniert von den unglaublich vielen Lerngruppen, die da so entstanden sind. Und nur ein paar haben ja jetzt hier so ein bisschen ihre Ergebnisse vorgestellt. Ich würde mich freuen, wenn diese Lerngruppen diese Ergebnisse auch, die sie so erarbeitet haben, uns allen zur Verfügung stellen, irgendwie auf colearn.de oder auf unseren anderen Plattformen. Und ich habe auch gesehen, einige haben ja schon ein paar Blogposts geschrieben. Ich glaube, so 11 habe ich zusammensammeln können. Schaut mal auf die Hauptseite vom MuCamp, da sind die alle verzeichnet. Wer noch nicht dabei ist, einfach eine kurze Meldung schreiben, sodass wir es noch aufnehmen können, damit es da auch für alle sichtbar wird, was so rausgekommen ist. Dieses Sichtbarmachen war auch Absicht bei unseren Corporate Learning Camps, aber ihr habt mitgekriegt, da gibt es ja ein paar Probleme. Wir haben das Camp aus Hamburg ja in den August verschoben und jetzt gerade gestern habe ich erfahren, dass wir das Camp in Hamburg zu der Zeit auch nicht machen können, weil die Hochschule bis zum 30.09. alle Großveranstaltungen abgesagt hat. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir es danach dann irgendwie machen, dann sind wir ja schon fast wieder im März und deshalb lassen wir es in diesem Jahr dann ausfallen. Wobei wir haben ja in der Zwischenzeit für das große Hamburger Camp eine digitale Ersatzveranstaltung schon gehabt. Die hat sich ja spontan auf Wunsch der Community gegründet, wo wir die 450 Teilnehmer an den Märztagen hatten, an denen ja eigentlich das Camp in Hamburg stattfinden sollte. So, und danach ist ja geplant, das Züricher Camp, und zwar im Mitte September, am 16. und 17. September, wollten wir in Zürich uns treffen. Und da gibt es auch noch ein Orga-Team, was auch ganz traurig ist, weil es in der Schweiz ähnlich aussieht wie in Deutschland. Wir können nicht sicher sein, dass wir so eine große Veranstaltung da machen können. Und deshalb haben wir uns auch in dieser Woche darauf verständigt, dass das Züricher Camp stattfinden wird, aber nicht mit einem zentralen Ort, sondern wir wollen wieder ein Experiment starten. Und das Experiment heißt diesmal Hybrid-Camp. Und Hybrid so, dass wir einen Online-Camp machen und einfach anregen, dass Leute vielleicht sagen, wie jetzt bei den Lerngruppen oder den regionalen Communities, ich habe hier einen Raum, so 10 Leute dürfen wir da auch zusammenkommen lassen. Wer kommen will, treffen wir uns einfach und gucken von hier aus und machen vielleicht auch als Gruppe was in diesem Camp. So, also allein diese Idee, doch in kleinen Gruppen zusammenzukommen, das ist sehr wohl möglich in der Schweiz, wie auch bei uns in Deutschland in der Zwischenzeit. Und insofern wagen wir uns mal ran an dieses ganz andere Format, aber die Basis bleibt halt ein Online-Camp. Das ist am 16. und 17.09. Da könnt ihr euch das im Kalender schon reservieren. Und da sind wir ja dann nicht mehr an irgendwelche Ortsgrenzen gebunden. Da können wieder alle mitmachen. Und dann haben wir ja noch einen Termin in diesem Jahr. Da wollten wir in Deutschland ja noch das zweite Camp machen, das in Darmstadt. Das ist am 29. und 30. Oktober.
Und dafür gibt es noch keine endgültige Entscheidung. Also im Moment gehen wir davon aus, bis dahin werden wir wieder zusammenkommen dürfen. Das heißt, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich gehe mal davon aus, vielleicht klappt es ja wirklich mit einem Präsenzcamp dort. Ja, mehr kann ich im Moment gar nicht sagen. Aber ich bin ganz guter Hoffnung, dass wir das mit den Camps dieses Jahr noch hinkriegen, die da noch geplant sind. Die Nicole schreibt ganz passend im Chat dazu, die CLC-Experimente sind die besten. Also wir werden nicht aufhören, uns an immer verändernde Umwelten anzupassen. Ja, damit sind wir auf der Endgeraden, 2:04, 14 Uhr endet sozusagen MOOCcamp 2020. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir auch nochmal allen Aktiven ein großes Dankeschön sagen. Sowohl den Wochengestaltern als auch allen, die aktiv in Planung mitgewirkt haben, die eine Session gemacht haben, die Lerngruppen organisiert haben und genau das haben wir schon gesehen. Manchmal alle. Sehr viele Daumen hoch, klasse. Ich denke, der Spirit, wir sind ja keine Community, wo irgendwas mit einer Veranstaltung endet. Wir machen Veranstaltungen, um Leute zusammenzubringen. Es geht weiter schon in der nächsten Woche. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wo ihr Hilfe braucht, meldet euch einfach bei uns. Wir unterstützen, wo wir können. Und wir freuen uns dann einfach auf das nächste Event und ganz viele neue, tolle Experimente. Schönes Wochenende euch alle und bis in Bälde online. Schöne Pfingsten, ne? Alles klar, schöne Pfingsten. Vielen Dank. Schöne Pfingsten. Tschüss. Danke, ciao.